und grüezi wohl, ihr lieben Meckereien. Ich bin die Maggie von Meckorama.de und wie ihr seht, ich habe wieder ein bisschen Energie getankt. Ich habe mich wieder ein bisschen ausgeruht. Mir geht es ein gutes Stück besser. Immer noch nicht perfekt, aber ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich nochmal Videos drehen. Es geht gar nicht anders, ja. Und worum geht's heute? Wir fangen mal mit einem kleinen Thema an, was ich schon ewig vor mir herschiebe, weil ich einfach immer wieder was dazwischen kommt oder gerade keine Zeit habe oder sonst was in der Richtung oder der Drucker gerade nicht funktioniert. Aber ich habe gedacht, okay, der Drucker druckt jetzt gerade. Ich habe ein Material drauf, was ich testen will. Wer wissen will, was das für ein Material ist, Kanal abonnieren. Da kommt auch bald ein Review dazu. Da werden wir auch relativ aufwendig nochmal entsprechend dann später über verschiedene Materialien vom gleichen Typ entsprechend Tensile-Tests machen. Die schicke ich dann natürlich rüber zu meinem Kollegen und der macht die Tests dann und dann haben wir ungefähr eine Vergleichssumme, wie das alles sich schlägt. Und worum geht es heute? Um dieses Messer. Dieses Messer ist ein Messer, was mir einer aus dem Umzugsunternehmen, das uns geholfen hat, hierher zu ziehen, gegeben hat und gemeint hat, ja, da fehlen die Griffschalen. Und ich, so großmäulig wie ich bin, habe ich gesagt, okay, ich kann das drucken. Ja, ist gar kein Thema. Machen wir. Kriegen wir hin. Ja, jetzt habe ich das Ganze schon fast ein Jahr hier rumliegen und Schande über mein Haupt, ja. Aber ich habe jetzt dran gedacht, ich habe jetzt gesagt, okay, der Drucker läuft und ich habe jetzt Zeit dafür und Kopf dafür und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Ist auch nicht schwer. Wir fangen ganz einfach an. Wir machen erstmal eine Skizze davon, machen einen Probedruck, gucken, ob die Schablone, die wir gedruckt haben, entsprechend, ob die passt. Wenn ja, dann können wir das Ding richtig fertig designen und können das Ganze natürlich dann auch in ordentlich drucken. Dafür klappen wir erstmal das Messer auf und ich schnapp mir mal hier ein Stück Papier. Ein ganz normales weißes Stück Papier und legt das Teil einfach mal so drauf. Aufpassen, wenn ihr sowas macht, dass ihr euch nicht schneidet. Das ist natürlich selbstverständlich, würde ich sagen. Ich weiß, was ich tue, deswegen passe ich hier natürlich auf. Und dann schnappe ich mir einfach so hier so einen schönen Kugelschreiber von meiner besseren Hälfte und zeichne jetzt hier so mal die Kante lang. Und zwar ungefähr genau da. Na, das macht es ein bisschen. Da ist dann die Kante. Und zwar genau da, von der Kante bis zu der Kante. Und habe dann schon mal, man sieht es ganz cool, schon mal eine Grundform. Diese zwei Formen verbinden wir jetzt, diese zwei Striche verbinden wir jetzt mit einem anderen Strich. Dazu hole ich mir jetzt einfach hier meinen alten kaputten Meter, weil ich ja weiß, dass die einfach nur eine Gerade ist und verbinde das jetzt. Ganz einfach, wirklich einfach. Damit das Ganze dann entsprechend später so rauskommt. Und ja, ich könnte jetzt das Ganze ausschneiden, könnte es nochmal ankleben. Aber was ich jetzt mache, ist einfach ein Foto mit meinem Handy. Das lade ich dann auf meinem Computer, zeichne es dort ordentlich nach im CAD, nicht im CAD-Programm, im Illustrationsprogramm. Das heißt also, bei mir ist das jetzt Affinity Designer. Und dann werde ich diese SVG-Datei, so werde ich es abspeichern, werde ich diese SVG-Datei in Fusion 360 laden und werde dort entsprechend so 1-2 mm extrudieren. Das muss erstmal nicht viel sein, damit ich das Ganze einfach auf den Drucker packen kann. Das ist dann auch ruckzuck gedruckt, wirklich so in 10 Minuten. Und dann können wir mal schauen, ob das dann wirklich hier reinpasst und ob wir dann nochmal entsprechend rangehen müssen, ob das nochmal nachbessern müssen. Ich würde sagen, wir fangen einfach damit mal an, dass ich das Ganze jetzt einscanne und das Ganze dann auf den Computer bekomme und nachzeichne. Ich habe jetzt bei mir auf dem Handy die Scan-App auf. Ich packe euch mal einen Link unten in die Beschreibung, welche ich nutze. Nein, ich möchte jetzt nicht das Pro-Abo. Und damit scanne ich jetzt einfach mal das komplette Papier ein. Bup. Das hat den Vorteil, dass ich dann entsprechend auch wirklich ein DIN A4 Blatt als Größe habe. Das heißt also, der Maßstab stimmt später. Und ich kann das Ganze natürlich auch von der Kontur her nochmal entsprechend, ne, Stellschaff, Hetze. Da kann ich nochmal entsprechend die Kontur dann richtig schön nachzeichnen. Das heißt also, ich kann den Kontrast hochdrehen und weiß, okay, die Maße, die ich jetzt habe, stimmen, weil das, was ich eingescannt habe, ist definitiv eine DIN A4 Seite. Das speichern wir jetzt mal ab und teilen das Ganze auf den Rechner. So, da ist die Datei auch angekommen. Müsste jetzt langsam. Na, da ist sie angekommen als PDF, Gott sei Dank. Und ich öffne jetzt einfach mal meinen Affinity Designer. Warum verwende ich keinen Adobe Illustrator? Ja, könnte ich auch. Kostet aber jeden Monat Geld. Und Affinity Designer ist echt gut. Ich packe euch auch mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Bezahlt ihr einmal, könnt ihr immer nutzen. Damit mache ich auch meine ganzen Thumbnails, meine ganzen Grafiken, alles drum und dran. Funktioniert genau wie Photoshop, funktioniert genau wie Illustrator. Ist also nicht so dauerhaft teuer.
So, und in mein Designprogramm ziehe ich mir jetzt erstmal die Datei rein. Die ist dann auch schon passend auf DIN A4. Und da sieht man schon, das sieht richtig gut aus. Ja? Also da brauche ich jetzt nicht großartig nochmal irgendwie was anzupassen von der Größe und allem drum und dran. Das ist einfach ein großes, schönes DIN A4 großes Blatt Papier in Weiß, wo ich dann die Konturen drauf habe. Das heißt also, die Maße stimmen alle perfekt. Und jetzt gehe ich einfach hin und nehme mir mal das Linienfahrzeug oder das Fahrtwerkzeug. Na, das Richtige bitte. Das Richtige. Dann ist es das hier, glaube ich mal. Und dann zoome ich da mal rein. Und ja, ich weiß, meine Maus zappelt ein bisschen rum. Die funktioniert nicht mehr richtig seit dem Umzug. Und ich müsste mir eigentlich längst mal eine neue kaufen. Wenn ihr mich also ein bisschen unterstützen wollt und meinen Kanal ein bisschen unterstützen wollt, dass ich die ganzen Projekte hier, die gerade am Laufen sind, ein bisschen finanziert bekomme, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr zwei Links. Einmal den Link zu Patreon, wo ihr den Kanal direkt unterstützen könnt, und zum anderen einen Link zu Audible. Und da kann ich nur sagen, ich nutze Audible schon seit Jahren. Hier höre ich gerade das Buch von Titus Gebel, Freie Privatstädte. Wer das Interview dazu noch nicht gesehen hat, findet einen Link hier oben in der Videobeschreibung. Und ich kann es nur empfehlen, es ist ein super interessantes Thema, auch wenn es euch jetzt persönlich nicht so direkt betrifft und ihr sagt, okay, das ist eigentlich nichts für mich. Hört es euch trotzdem mal an. Es sind vielleicht ein paar coole Ideen dabei, die ihr mitnehmen könnt. Und damit machen wir jetzt einfach mal weiter. So, ich habe jetzt schon mal hier diese eine Linie gezeichnet. Ich weiß es nicht ganz genau, weil die Linie, die ich gezeichnet habe, auf dem Papier ist natürlich relativ dick. Ob die jetzt wirklich passt oder ob da nochmal ein bisschen was nachgebessert werden muss, das werden wir aber sehen. Dafür haben wir das 3D-Druckverfahren und da können wir relativ schnell entsprechend was mit Prototyping entsprechend umsetzen. Dann kommen wir jetzt mal hier runter zur zweiten Linie und da muss ich natürlich hingehen und muss hier diese eine Linie, ups, ja, na, wo ist der Punkt? Da ist der Punkt. Muss ich diese eine Linie natürlich schön ordentlich setzen. So. Und dann gehen wir von hier aus mal rüber zu diesem Punkt. Ich nehme jetzt mal hier oben die Lücke dazwischen, damit als Ansatzpunkt. Ich glaube, das ist sinnvoller. Blub, das machen wir mal zu, denn hier oben, das ist der Ansatzpunkt. So, ja, das schaut doch mal gut aus. Und dann schauen wir später einfach mal, ob das denn wirklich auch so an sich passt. Und ob das denn, wenn es gedruckt ist, dann auch wirklich von der Form her reinpasst. Und dann schließen wir das Ganze hier nochmal. Und jetzt möchte ich hier eine Kontur von, sagen wir mal, einem Punkt haben. Wenn das denn funktioniert, wir blenden hier unten drunter mal das aus. Und ta-da-da-da-da, na, zoom raus. So, meine Maus ist echt katastrophal, da muss ich echt was tun. Und schon haben wir eine saubere Form sozusagen und die kann ich jetzt mit Speichern unter. Kann ich sagen, okay, ich möchte es gerne als SVG exportieren. Diese SVG nehme ich dann bei mir und sage hier Messergriff. So, und da sagen wir Messergriff. V1. So, und das werden wir jetzt einfach mal in Fusion 360 reinziehen. Das lassen wir uns im Hintergrund auf, falls wir nochmal irgendwelche Korrekturen dran machen müssen, falls es von der Form nicht richtig stimmt, dass wir dann lieber die SVG nochmal anpassen und die dann nochmal neu in Fusion importieren und dann so die Schablone Stück für Stück anpassen, bis es passt, weil in Fusion 360 das Ganze nochmal umzubauen, wäre sehr kompliziert. So, nach gefühlten 3000 Jahren ist Fusion 360 soweit auch mal wieder hochgefahren. Ich habe mich angemeldet und authentifiziert. Dafür habe ich natürlich meinen trusty rusty YubiKey verwendet. Wer wissen will, was das ist und wie das funktioniert, der abonniert den Krypto-Kanal. Da kommt nämlich ein Video drüber. Kann ich nur jedem empfehlen, sich so einen Teil zuzulegen. Denn wer braucht denn schon einen Google Authenticator, wenn man damit eine Hardware-Sicherung hat? Und damit legen wir dann auch schon gleich los. Wir machen eine neue Zeichnung. Wir gehen erstmal in den richtigen Ort rein. Na, Makorama, nein, das dürft ihr jetzt erstmal nicht sehen. Und wir machen jetzt hier einfach mal in den Makorama-Ordner, machen wir jetzt einfach mal einen neuen Ordner, machen hier Messergriff. So, und dort machen wir einfach mal eine neue Konstruktion. Ja? Neue Zeichnung, machen da einfach auf die eine Ebene und importieren uns da mal eine SVG-Datei, die wir eben erstellt haben, vom Computer natürlich hochladen. Und dort gehen wir mal hin. Stimmt, die müssen wir speichern. Haben wir das schon? Ja, haben wir schon. Ne? Bei mir, Messergriff. Wo ist der? Messergriff.
Messergriff. Messergriff V1 SVG. So, und ich weiß jetzt schon, eigentlich brauche ich das Ding nicht mehr zu skalieren und das sieht auch schon recht gut aus. Ich ziehe das nur noch mal hier in die Mitte rein, Skizze fertigstellen und wir haben hier erstmal einen Griff, den wir soweit, sagen wir mal 1 mm oder sagen wir mal 2 mm, ja, ich weiß, da bin ich verschwendlich Material, aber den wir jetzt erstmal so extrudieren können und schon können wir dann hier jetzt das Ding uns mal anschauen. So sieht das Ding dann aus, natürlich auf der anderen Seite dann später gespiegelt, ja. Der Plan ist, da wir jetzt hier, wie man, wenn man so sieht, ja, ne, stell scharf, ne, stell auf das Messer scharf, so, so, jawohl. Da sieht man, man hat zwar zwei Löcher, aber die gehen halt mitten in die Klinge rein, auf der anderen Seite genauso. Und ich habe also keine Schraublöcher oder sowas in Richtung, keine Bohrung, wo ich jetzt um eine Schraube reintremeln kann. Das bedeutet, wir werden das Ganze kleben müssen. Aber erstmal gucken, ob die Form denn richtig stimmt, ob das denn so alles weit soweit gut druckt. Ich speichere mir natürlich das Ganze jetzt als Netz aus Fusion 360 auf die Festplatte. Das Ganze nenne ich Messergriff V1. Und sobald der Prusa Mini mit seinem aktuellen Druckjob fertig ist, können wir das dann auf den Prusa Mini schmeißen. Und sobald der Druckjob fertig ist, sehen wir uns dann. Wie ihr sehen könnt, ich habe ein neues Shirt an. Es ist der nächste Tag. Es ist hell draußen und nicht mehr dunkel. Ich habe gestern Abend noch mal ein paar wenige Versuche, insgesamt 7 oder 8 an der Zahl mit einem finalen Teil halt entsprechend gedruckt. Jetzt habe ich hier das finale Teil. Eine Seite habe ich schon festgeklebt. Ja, es bleibt wirklich so, wie es ist. Ich habe noch mal versucht, was anderes zu gestalten. Das hat mir dann am Schluss nicht wirklich gefallen. Nämlich dieses hier. Na, stell fest. Fokus. Jawohl. Dieses hier, das hat mir nämlich gar nicht gefallen. Und ich habe dann gesagt, okay, komm, ja. Lassen wir das Original drauf. Das passt mit am besten rein, muss ich sagen. Das sieht richtig schick aus. Ja, das sieht richtig schick aus. Das kann sich sehen lassen. Die Farbe, okay. Ja, ich habe schon gesagt, die Farbe. Er hat mir gesagt, mach einfach das drauf, was du hast. Und schere dich nicht um die Farbe, das ist mir egal. Deswegen habe ich gerade auf dem Drucker gehabt, hat er gerade bekommen. Ja, ist ein Material, was es sonst so noch nicht gibt, glaube ich, oder was man sonst so noch nicht zu kaufen kriegt. Von daher hat er schon mal was Besonderes drauf. Von der Größe her und allem drum und dran passt es auch. Das Einzige ist, dass hier unten die Kante, die habe ich in Fusion 360 nicht mehr angefasst bekommen. Ganz einfach, weil Fusion 360 da ein bisschen rumgemeckert hat. Und ich habe mir gesagt, okay, gut, komm, das ist jetzt auch nicht so wild an der Stelle. Zur Not gehe ich da ein bisschen manuell mit einem kleinen Messerchen drüber und mache das dann manuell. Das ist nur eine kleine Ecke, wo der Drucker dann auch mal ein bisschen überstößt. Und ansonsten passt das soweit. Ihr seid live dabei. Das letzte Stück. Das Gute ist, ihr habt es da gesehen, es waren relativ viele Proben, die ich da entsprechend genommen habe. Ganz einfach deswegen. Ich kann mal irgendeins nehmen, was ich da habe. Na, das ist zu groß. Also es war einmal zum einen die Größe und zum anderen aber auch, dass ich dann solche Phänomene hatte wie das hier, dass es dann halt nicht richtig reingepasst hat, ja, dass dann die Kontur halt nicht richtig weit ich abgezeichnet habe, weil da ein leichter Versatz drin war. Und dann habe ich halt oben so eine Spalte auf einmal drin gehabt. Das habe ich jetzt angepasst, dass es wirklich, ja, war das das, was ich jetzt gerade, ja. Und wir kleben das jetzt gerade nochmal fest. Dafür habe ich hier so ein doppelseitiges Klebeband. Das hält einiges aus, muss ich sagen. Habe ich schon Erfahrungen mitgemacht. Und die andere Seite klebt auch schon ganz gut dran. Und ich glaube, bei dem Griff ist es jetzt nicht so wild. Ja, das wird jetzt nicht so extrem Belastungen ausgesetztes Teil. Und wenn, kann man halt nochmal ins Neu drucken. Vielleicht sogar in einer anderen Farbe, weil ihm eine andere Farbe besser gefällt. Und das dann halt entsprechend nochmal einkleben. So. Damit wäre das Messer fertig. Ich finde, das sieht ganz schick aus. Ja, die Farbe gefällt mir richtig gut. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie euch die Farbe gefällt. Ein Review zu dem Material kommt nächste Woche, wenn ich, so wie ich das richtig geplant habe. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, all is aligned, happy printing und ciao.